Herzlich willkommen. In diesem ASMR-Video möchte ich euch etwas Neues zeigen, etwas Neues vorstellen, auch etwas Neues unboxen. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier ein kleines Paket bekommen. Da befindet sich etwas drin, ein neues Produkt, was ich mir besorgt habe. Das werden wir jetzt mal auspacken und gleich austesten. Machen wir den Karton einfach mal auf. Ich hole das mal aus dem Karton heraus. Ich habe hier zwei Airwick-Dufterfrischer. Ihr kennt die Teile bestimmt schon ewig. Ich habe auch so ein Teil schon lange in meinem Bad stehen. Und ich möchte noch etwas für die Stube. Da habe ich hier zwei Stück, noch eins für einen anderen Raum. Da kommen diese Spraydosen, die zeige ich euch mal. Diese Spraydosen kommen in das Gerät hinein und man kann einstellen, nach wie vielen Minuten das Gerät automatisch sprühen soll, sodass die Luft erfrischt wird durch das Raumspray, was hier in der Dose drin ist. Das gibt es in vielen verschiedenen Gerüchen zu kaufen. Das könnt ihr einfach hier in das Gerät reintun. Das funktioniert mit Batterien. Wir werden das Gerät mal auspacken und uns genau anschauen. Und ich zeige euch, wie das Gerät funktioniert. Das ist hier eine ganz neue Version, ein neues Modell. Die ganz alten Modelle waren ja meistens immer weiß. Das ist jetzt so grau. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir machen das mal auf. Gucken wir mal, wie wir das aufmachen. Wahrscheinlich hier oben einfach aufreißen. Hier ist das eigentliche Gerät und hier ist die Spraydose, die schon mit dabei war. Das werden wir jetzt mal einsetzen, die Spraydose, und dann werden wir das Gerät einfach mal in Betrieb nehmen. Mal schauen, wie das hier funktioniert, wie man das öffnet. Ich denke mal hier unten drehen, dann ist hier sogar schon eine Batterie mit dabei. Da muss ich natürlich jetzt erstmal herausfinden, wie man die Batterie einsetzt. Ich sehe schon hier oben, hier ist auch so ein Symbol, ein Batteriesymbol. Da kommt hier oben die Batterie hinein. Dann hat man hier schon die Einstellknöpfe 1, 2 und 3. 3 ist die stärkste Stufe natürlich, bei der leichtesten Stufe. 1, ich zeige euch mal den kleinen Knopf. Der ist hier. Hier stellt ihr einfach entweder aus,
erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Jetzt werden wir aber erstmal die Batterie einsetzen, die hier dabei ist. Die müssen wir natürlich noch auspacken. Mal gucken, wie wir das aufbekommen. Aber ich hab's schon. So, da haben wir hier die kleine Batterie. Die setzt mir jetzt einfach mal ein. Geht ganz simpel. Ich will das Gerät schon loslegen, aber ich habe ja noch gar keine. Ich habe ja noch gar keine Spraydose drin. Ich stelle es mal auf die mittlere Stufe. Dann mache ich hier oben den Deckel wieder drauf. So, das Gerät will schon loslegen. Dann machen wir hier von der Sprühflasche die Kappe ab. Wir können jetzt die Spraydose ganz einfach einsetzen hier. Die kommt hier einfach rein. Da seht ihr schon dieses Sprühteil, das Weiße, was hier rausschaut. Dann machen wir einfach den Boden wieder dran. Fertig. Im Prinzip müsste man hier auch irgendwo draufdrücken können, dass es sprayt. Probier mal hier oben drauf drückt. Nein, hier passiert nichts. Dann sprüht das Gerät wirklich nur automatisch. Wir werden mal gucken, ob das Gerät jederzeit loslegt. Ich habe hier oben die zweite Stufe eingestellt. Mal schauen, ob das so funktioniert. Ich würde gerne mal wissen, ob man die Spraydose noch irgendwie... Ah, okay, es funktioniert. Ich zeige euch das jetzt mal gleich. Ich werde jetzt mal auf Stufe 1 stellen und dann wird es nämlich gleich loslegen zu spray. Sekunden könnte es loslegen. Wir schauen mal, wann es das tut. Wann es hier loslegt zu sprayen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gesehen. Es hat gesprayt. Es ist natürlich ein kleiner Automat. Es hat eine Batterie drin und eine kleine Mechanik, also mit Motor. Man macht die Spraydosen rein. Wenn sie leer ist, kommt eine neue Spraydose rein. Und dann stellt er einfach die Stufen ein. Stufe 1 sind nach ein paar Sekunden schon, wo er loslegt zu sprayen. Stufe 2 nach ein paar Minuten und Stufe 3 auch. Eine Weile wird das dauern. Also umso höher die Stufe ist, umso länger dauert es, bis es sprayt. Es sprayt aber dann immer den gleichen Abständen. Und dann könnt ihr das Gerät einfach irgendwo platzieren. Und wenn es dann sprayt, erfrischt es dann jedes Mal den Raum mit einem neuen Duft. Und die Düfte für die Spraydosen, da gibt es sehr viele unterschiedliche. Da könnt ihr ja mal schauen. Ich werde dieses Produkt und die Spraydosen mal unter meiner Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch das mal genau anschauen.
ich hoffe, mein kurzes kleines ASMR-Video über das Airbag.